Podestaspital präsentiert Telebar. Wenn man am Rhein entlang läuft, dann verschönert das einem gerade den Tag. Unter anderem ist hier Michele Salvatore dafür verantwortlich, weil er jetzt Kunstprojekt Kunstkübel in die Welt gerufen. Herzlich willkommen, Herr Salvatore. Also, geh mal vorab, für alle die, die nicht wissen, von was ich rede, ich habe da mal ein Foto an. So sieht das aus, wenn man am Rhein entlang läuft. Was ist das genau, was Sie hier initiiert haben? Das ist ein Kunstprojekt, das wir probiert haben, die Kübel zu verschönern, sexy zu machen, das schmuddelige Thema Abfall ein bisschen zu verschönern. Und warum macht man das? Weil wir eine neue Herangehensweise gesucht haben, eine neue Methode, wie man dem Problem Littering könnte entgegenwirken. Und viele Sachen, die wir ausprobiert haben, früher in meinem vorgehenden Job, haben nicht so gut funktioniert. Mhm. Und wir haben etwas Neues gesucht. Und das ist jetzt der letzte Wurf. Und dass es gerade am Rhein entlang ist, ist kein Zufall, oder? Das hat sich so ergeben, weil das einfach dort der Platz ist, was von der Dichte her an Mistkübel sich geeignet hat. Und ganz ein guter Nebenfakt ist auch, dass es jetzt eigentlich so die schönste Meile ist von der Stadt, kann man so sagen. Und das ist natürlich wie eine super Ausstellungsfläche, das ist wie eine riesige super Galerie, die man natürlich hier geniessen kann. Sie haben sich also gesagt, es hat zu viel Abfall, wo nicht in den Kübel reinkommt. Gleichzeitig kann man daraus etwas Schönes machen. Es gibt Künstler, die man fördern kann. Man verbindet die zwei Sachen miteinander und macht Kunstkübel daraus. Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie das bei der Stadt durchgebracht haben? Weil es darf nicht einfach jeden etwas anhängen, der will. Wir haben sehr offene Türen können, haben wir angetroffen. Wir haben das können die Türen auch reingehen. Wir haben hier vom Amt für Umwelt und Energie und auch bei der Stadtreinigung wirklich Interesse verspürt. Wir haben im Februar angefangen. Ich meine, das sagt schon vieles. Normalerweise braucht es so etwas viel länger. Mhm. Und wir haben hier ein bisschen Geld bekommen, viel Unterstützung, auch von den Leuten, die das sind, aufstellen. Und jetzt auch an der Basel Umwelttag ist gewesen, am Wochenende, wo das jedes Mal hier und her fuhren. Und das ist doch recht aufwendig. Und wirklich eine gute Zusammenarbeit. Also jetzt wissen wir, warum die dort stehen, warum sie verziert sind, warum sie schön gemacht worden sind. Aber wie ist das genau passiert, das alles? Da sind Künstler angeschrieben worden, jetzt ein Wettbewerb daraus gegeben, dann muss man ja noch das Konzept entwickeln, wie man überhaupt so einen Kübel, den holt man ja nicht an. Das ist ein Blache drum, und erzählen Sie mal ein bisschen davon. Also wir haben das nicht dürfen, fix draufmalen, die Sachen. Also das muss abnehmbar sein. Das war einfach eine Vorgabe gewesen. Darum sind wir darauf gekommen, dass wir die PVC planen. Das ist so wie bei den Lastwagenblachen, das Material. Und dass man das mit einem Klettverschluss wieder wegnehmen kann. Und das hat es gemacht, dass wir dann gemerkt haben, hey, wenn man die sonst wieder wegnehmen muss, könnte man ja die auch noch verkaufen. Und das war dann wieder der Anreiz gewesen, für die Künstler natürlich hier mitzumachen. Ja. Nebst dem, dass jetzt auch die Street-Art-Kunst, die sonst so im öffentlichen Raum bleibt, jetzt auch eben zum Beispiel ans Coop kann gehen, wie jetzt in unserem Fall, und dort kann präsentiert werden. Wo haben Sie die Künstler gefunden? Wir haben das einfach publik gemacht, öffentlich gemacht, im April, also Anfang April. Und da haben wir 100 Blachen produzieren. Und 85 von denen sind wirklich zurückgekommen. Und von denen haben wir gut 70 können aufhängen am Rhein. Mhm. Und eben, gerade vorhin haben wir kurz gehört, da geht es noch um Scope. Also man verbindet das jetzt sogar noch mit einer Parallelkunstausstellung von der Art, der Scope. Was ist das genau für eine Zusammenarbeit? Die ist entstanden durch einen Streit eigentlich. Wir haben uns damals gewehrt, dass noch ein weiterer Bespieler sozusagen auf die Kaserne kommt und noch mehr in der warmen Jahreszeit das nutzt und eigentlich der Quartierbevölkerung entzieht als Konsumangebot. Da haben wir uns verwehren mit Anwohnern zusammen, Stadtteilsekretariat. Und dort haben wir dann festgestellt, dass wir da eigentlich nicht gross streiten können, weil der Alexis Habsmann, der Leiter von der Scope, wirklich ein guter Typ auf uns zugekommen ist und gesagt hat, wieso sind ihr gegen uns? Macht doch eure Anliegen bei uns rein, kommt, tun von denen erzählen, bringt das rein, macht daraus Kunst, bringt das zu uns und kommuniziert über die Kunst, über die Problematik. Und das ist eigentlich aus dem Streit raus ist etwas ganz Kreatives passiert. Etwas ganz Positives. Jetzt zwei Sachen. Erstens einmal haben wir noch ein gewisses Element, ein elektronisches, das drankommt. Aber etwas anderes interessiert mich zuerst noch, nämlich, wenn man einem Künstler sagt, du einen Abfallkübel kreieren, verschönern. Ist das gerade auf offene Ohren? Weil ich würde sagen, nein, aber das habe ich nicht nötig. Ein Abfallkübel ist Abfall, das ist Dreck, das ist weg damit. Das ist schon die psychologische Komponente, die nicht stimmt. Wie war so die Resonanz? Wir haben gestaunt, dass wir haben eigentlich zu wenig Blachen gehabt, schlussendlich. Wir müssen eine Warteliste machen und sogar die bitten, dass sie zurückbringen, die sie nicht gestalten können, aus irgendeinem Grund.
Und von dem her, ich glaube, das Interesse ist da. Es ist etwas Neues, man kann etwas mitgeben. Wir haben eigentlich nur die Vorgabe gemacht, es muss etwas damit zu tun haben. Und wenn man am Rhein schaut, wie das abgehandelt worden ist, wie das umgesetzt worden ist, ist unglaublich, wie vielfältig. Aber Vorhören am Rhein, Sie sind selber auch schon beobachtet, weil Sie hängen ja schon. Ja. Was löst das für Reaktionen bei den Passanten aus, die dort vorbeilaufen? Ich habe das nicht beobachtet und durfte feststellen, dass Leute sich fotografieren vor diesen Kübeln, dass Kinder reinlängen wollen, dass die Leute das ausprobieren wollen. Und so Feedbacks waren, hey, endlich sieht man die Dinger einmal. Und ich habe jetzt gesehen, dass Tourismus Basel schon durchläuft und sagt, das ist das Projekt, das wir hier in Basel haben. Das sind so die... Also höchst positiv, die werden wahrgenommen, aber nicht nur so, per Auge, sondern auch akustisch. Und da kommt das Apparat hier zur Rede. Was ist das genau? Also wenn man es umdreht, sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. Wir haben mit dem Bubentreff im Matthäus-Quartier nächtelang hier gelötet und gemacht. Und haben jetzt 15 von denen herstellen können. Es hat so eine kleine Lichtschranke. Und wenn man etwas reingeht, sollte dann dort auch ein Ton rauskommen. Also ein Leuengebrüll, ein Applaus. Man aber. Und das soll es eben auch, dass man dann auch das wahrnimmt und reagiert, hey, was ist da los? Und das auch registriert, was da eigentlich hängt. Ja. Bis zu den Sommerferien kann man das noch beobachten, anschauen, die Kunstwerke. Aber man kann auch noch mitmachen auf der Homepage, nämlich kunstkübel.ch, Kübel mit UE geschrieben. Warum soll ich dort mitmachen als einfacher Bürger? Warum soll ich dort dabei sein? Erstens kann man dort alle blachen, ohne dass man von Solitude bis Drei-Rosen-Brücke ablaufen muss. Wobei, das empfehle ich jedem. Es ist ein toller Spaziergang und das Wetter macht ja seit neuestem auch wieder mit. Kann man die auf der Homepage ganz konzentriert scrollen, also auf einer Seite sieht man gerade alle über 80 Blachen und kann die dann dort bewerten. Über ein Voting kann eine Stimme abgeben und jeder, der eine Stimme abgibt, kann wählen, ob er mitmachen an einem Wettbewerb. Und man kann 15 Eintritte zu Scope gewinnen für zwei Personen, sogenannte VIP-Eintritte. Mhm. Und es lohnt sich mitzumachen, so wie ein iPad Mini. Es gibt also tolle Preise und es lohnt sich auch, dass sich selber anschauen. Und es lohnt sich auch mal in Erinnerung zu rufen, dort ist ein Abfallkübel und der kann sogar schön aussehen. Tolles Projekt, viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank, Michele Salvatore. Wir sind gespannt, was sonst noch kommt in dieser Stadt. Und Ihnen wünsche ich ganz viel Vergnügen mit unserem Programm und denken Sie das nächste Mal daran, wenn Sie Abfall fortgehen, dann können Sie sogar ein Kunstwerk sein. Auf Wiedersehen. Telebar ist Ihnen präsentiert worden von den Basler Privatspitälern.